Hallo. Hallo. Willkommen zu Tom Schwerin in der Show. Tom Schwerin in der Supershow. Wie kürzen wir das ab? TSSS? Weil ich will 4 Buchstaben, weil wegen der Anspielung. Tom Schwerin. Achso, ja, genau. Super Show. Ja, TSSS. Nice. Und mit Slay the Spire TSSS STS. STS. Ja, easy. Ja, Teleskopik? Nee, das stimmt nicht mal. Das nächste Spiel wird Slay the Spire sein, wo wir ein paar Runden spielen. Ich denke, ich fange, weil bei mir noch nie Slay the Spire kam, mit dem Dude an, dem Ironclad. Außerdem schaut auch bei Terminus vorbei in der Beschreibung. Der hat entweder schon eine Folge draußen oder wird in ein paar Tagen einen draußen haben, wenn das hier draußen ist. Ja. Schon mal in Ascension. Nicht, spätestens nächste Woche, wenn wir die in Reihenfolge hochladen, müsste das richtig sein. Ja. Ich habe übrigens keine Super Elite bisher freigeschaltet. Falls ihr das bei Terminus gesehen habt. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob ich einen gemacht habe. Ich glaube nicht. Egal. Ironclad hasse ich übrigens am meisten. Echt? Mit dem habe ich noch nie was Vernünftiges hinbekommen. Ich kann ein Mikrofon verschieben. So. Mann, alles scheiße. Choose a colorless card würde ich sogar fast nehmen. Mir gefällt es nicht. Das ist halt eine random Karte, die du nicht... Achso, nee, Choose ist gut. Ja. Weil Lose Max HP ist halt traurig, aber 250 Gold ist schon sehr sexy. Kann ich irgendwie jetzt schon die Karte... Das Relikt will ich auf keinen Fall aufgeben, weil das ist Heilung. Ich meine... Na, ich würde einfach... Karten. Slime ist super easy. Karten sind am Anfang eh wichtig. Ja. Vielleicht, dann kannst du gleich sehen, ob du irgendwas Vernünftiges bekommst. Vulnerability ist geil. Genfer, you cannot get block from cards for two turns, leck mich, Trip nehme ich. Geh mal kurz auf dein Deck. Ja, da ist Zerschmettern drin. Ja, was macht das nochmal, auch Vulnerable. Das ist, Bash ist super geile Karte eigentlich, aber... Teuer, am Anfang. Ich denke, Trip ist geil, vor allem wenn wir mehrere Karten haben. Und Ironclad hat viele Dinge, wo man viele Karten holt. Wo ist denn, wo sind denn... Links kannst du 3... Eliten machen. Ja, schaff ich die. 3? Du musst auch nur eine machen. Hä, nee, ich kann nur 2. Stimmt. Warte, da ist rechts. Rechts kann ich auch 2. Wer hat mehr Feuer? Und du kannst bei beiden über den Shop gehen. Aber links kannst du Shop und Feuer holen. Und 2 Eliten. Und aber musst den zweiten Elite nicht machen. Aber es ist halt ein Early Shop. Einfach hier rein. Ja. Alter, also. So. Leider nicht zu blocken, aber das ist nicht so schlimm, denn wir heilen du uns heilst sowieso passend. Ja, am Ende oder am Anfang vom Combat? Am Ende vom Combat. Das ist nett. Na gut. Ja, eigentlich soll ich gar nicht so schnell machen, weil die Leute hier kennen ja noch gar nicht. Es ist. Ich. Bei dir kennst du es ja schon. Slay the Spire ist halt Kartenspiel so gesehen. Ja. Man sieht ja schon ein bisschen was. Die haben alle verschiedene Effekte, die Karten. Oh, es gibt ganz viele Items. Die ich nicht eingesetzt habe. Und Ferina Bottle, geil. Einfach mal so bekommen. Was bedeutet, wenn wir sterben, dann werden wir wiederbelebt mit 30 Leben. Warte, 30 oder 30%? Oh, 30%. Das ist die Frage, auf was wir jetzt gehen wollen. Ich habe schon... Ich glaube, Shrug It Off ist einer der besten, allerdings ist Vulnerable to All Enemies auch nicht ganz scheiße. Aber wir haben schon 2 Vulnerability. Ja. Außerdem, ein Vulnerable ist kacke, weil du machst alle Gegner schwach und in der nächsten Runde sind sie es nicht mehr. Ja. Was will ich hier machen? Ich will nicht mal einen Bash ansetzen. Oh. Jetzt entweder blocken, also blocken einmal auf jeden Fall und jetzt entweder blocken oder den zweiten striken. Das war vielleicht dumm. Aber. Nee, ich glaube, das war ganz gut so. Und. Trip, dass du ihn killen kannst, das ist. Aber schwacke Dorf, muss ich auch. Draufhauen. Bang! Ja, dann ist das Schild weg. Bei den Gegnern ist halt das Blöde, die kriegen einmal diesen Gratis-Schild. Ja. Deswegen, die zu one-hitten ist meistens nicht so einfach. Wenn man das Spiel das erste Mal spielt und so, sollte man sich am besten alles durchlesen. Ja. Ich mag Pommes. Beim zweiten Mal einfach schnell spielen. Da gewinnt man quasi immer. Das ist gelogen. Ja. Shockwave ist halt auch voll geil.
Die sind aber so teuer am Anfang. Ich weiß ja nicht, ich habe immer das Problem, meine Karten sind zu schwach oder zu teuer bei ihm. Ich mag diesen Charakter nicht. Ich verkacke mit Iron Glad auch oft. Aber ich nehme auch, wenn ich Pummel Strike sehe, immer Pummel Strike. Darum nehme ich jetzt mal Shockwave. Die Frage ist halt, du hast halt schon eine Zielkarte. Wären Zielkarten nicht... Gibt es da eine Synergie mit ihm? Ich glaube nicht. Aber Exhausten ist vielleicht ganz gut, dann geht dir die Karten nicht mehr auf den Sack. Ja, nicht mal Max-HP. Ja, wir entfernen eine Karte. Das ist auch ziemlich schlau immer, wenn man Karten entfernen kann, weil dadurch kommt man, wenn wir jetzt die schwachen Karten entfernen, kommen wir öfters an die geilen Karten. Also du hast am Anfang weniger Verteidigung als Schläge? Ja, Ironclad ist krass. Ja, wie gesagt, bei dem fehlt mir immer Verteidigung. Ich kann nochmal eine Karte entfernen. Verlieren oder bekommen. Bei Relikt bist du fast ein bisschen hinten dran mit Geld. Also ich weiß nicht, ob du das willst. Ich könnte halt nochmal eine Karte entfernen, was auch cool wäre. Und dann kommt erstmal kein Shop. Ja. Schauen wir mal, was hast du denn? Oh. Ah, das geht eigentlich. So einen guten Skill hast du noch nicht, dass sich's lohnen würde. Also ist nicht so schlimm. Erstmal schauen, was gibt's denn. Wir können auch. Ich glaube, Ironclad hat auch echt gute Machtkarten. Ja, der hat eine Menge. Whenever you draw a status or a Cleave? Finde ich gar nicht mal kacke. Ich weiß es nicht. Ich muss dir sagen, ich kann die nicht. Und ist kostenlos. Das kann ziemlich geil sein. Ist das nur für eine Runde? Ja. Weil er sagt, es Turn. Aber es ist so, es kann. Die musste halt glücklich ziehen, während der Gegner einen starken Angriff macht. Ja. Also wenn jetzt beim Boss es geht. Ist aber auch gleichzeitig. Es ist ja fast 9 Block so gesehen. Und wenn der Gegner Multi-Hit-Attacken hat, ist geil. Das ist wahr. Ah, ich nehme einfach mal, du Scheiß drauf. Ja, wir sind ja hier, um zu lernen. Haben ja, weißt du was? Wir haben Exhaust-Sachen. Vielleicht. Ach, das ist aber random. Ich lass es mal. Es gibt Exhaust-Synergies mit dem Dude. Hallo, Vogel. Oh, das ist natürlich geil. Das ist doof. Bringt jetzt nicht viel. Aber wir haben eh genug. Und so viel Vulnerability. Ich glaube, der ist tot im nächsten. Wenn wir jetzt nicht zu viel Kacke machen. Ist Vulnerability nicht nur einmalig und es bleibt halt ein paar Runden? Also, es macht wir halt nur einen speziellen Grad. 50%, ja. Richtig, aber wenn wir zwei. Also, wir haben jetzt 4 Vulnerability drauf gemacht, also so 4 Züge lang Kacke. Ja. Nochmal einen Schlag, it off. Bringt nicht wirklich was, ich würde einfach draufhauen, oder? Ja. Ich wollte nur kurz was schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe genug Block, ey. Ich denke, der Gegner ist tot. Weil jetzt kann ich sogar. Er ist nicht mal tot, doch ist er. Das doofe ist, Vulnerability wird. Muss man erst auf den Gegner ziehen, dass das angezeigt wird. Wie viel Schaden man macht. Ja, ist komisch. Oh, wir können auch einfach Stärke Sachen machen. Die habe ich gern. Weil Stärke ist halt was, was man versteht. Wir haben 4 Leben, also machen wir zuerst den und dann einen Vollfall. Würde ich sagen. Oh. Aber bei dem kann man sich immer schön vorwärmen, du hast nur nicht. Pass auf, ich würde warten und erstmal deine Power einsetzen. Easy. Bevor du ihn aufwächst. Weil der Gegner wacht nach 3 Runden auf oder wenn du ihm die 8 Block wegnimmst. Also in Flame und jetzt noch nicht angreifen, in der nächsten Runde hast du mehr Energie. Hallo. Und ich glaube, jetzt wird er in der nächsten Runde sich so aufmachen. Bash. Geil. Ja, hättest du müssen. Ich mag den Gegner mittlerweile, wenn du am Anfang gute Vorbereitungen hast. Jetzt schau dir das an, easy! Dann lege ich alle meine Schranke drauf, was gibt's denn? Es gibt Defend und Trip, aber ich will keinen Schaden nehmen eigentlich. Uff. Ja, das ist für sein Leben lang gewulnerabilitiert fast. Ja. Also, mehr als sein der Leben kann, lang. Der kann extrem gefährlich werden, aber gerade läuft es gar nicht mal so schlecht. Das war. Ja, und ein Defend muss ich so drücken. Boom. Ja. Das wird funktionieren schon mehr. Ich nehme Schaden, aber es wird eh geheilt. Hallo, tripp dich, du Opfer. Ich muss sowieso, dann kann ich gleich mal schauen, was kommt. Bash ist natürlich 15. Ich glaube, das andere macht mehr Schaden, du musst ihm keinen Vulnerable mehr drücken. 12, ja. Mal nur gucken. Weil Bash ist viel geiler, als es immer aussieht, man unterschätzt Bash. Darum musst du dich da aufpassen. Es ist halt teuer am Anfang, man kann oft nicht mehr damit spielen, aber habe ich da immer ein Problem mit. Ist okay, gratis. Alter! Schon wieder will ich sterben? Alter.
Oh! Strength geht auch nicht weg, oder? Oh! Oh! Wenn wir da auch noch schon, ich glaube, wir haben unsere Synergie gefunden. Ja. Also da gehe ich auf jeden Fall. Also, okay. In Flame oder was machst du? Ne? Du bist 4, ist auch. Ja gut, das gleiche Effekt im Endeffekt. Ja. Ja. Was soll man sagen? Wir werden krass stark. Ja, stark. Weißt du was? Ich mach mal hier auf den. Warte, Mensch. Alle. Dann kann ich aber nicht mehr angreifen, aber es ist. Ich würde mal. Es ist halt auch weak. Also ja. Doch einfach so. Was doof war, weil ich halt einfach cool. Defend. Ist egal. Ja. Die können ja nichts, das passt schon. So, die machen jetzt 10 Damage. Ja, dann mache ich noch Vulnerable, was eigentlich egal ist. Ich will einen Defend trotzdem raushauen. Einfach so. Ja, kriegst du den vorderen tot? Lol. Easy. Achso, stimmt, weil die keinen. Das Schild geht ja erst nach dem ersten Schlag los. Ja. Stimmt. Ja, dann. Du bist tot. Und der lebt auch nicht mehr allzu lang. Der hat sich eingespielt. Wow, und der ist fett drauf. Ich finde auch ein bisschen, wenn du dir den Iron Boy. Oh, okay. Das ist so eine Standard-Synergy bei dem. Ja. Nicht gut. Wenn du den Ironclad-Typen so anguckst. Oh no. Das ist tatsächlich nett. Das ist tatsächlich nett. Du hast eigentlich immer Block. Ich will Block behalten. Ich will das Ding. Hast du die Kiste nicht aufgemacht? Doch. Oder ich hab das rausbekommen. Das war drin. Ich bin gerade verwirrt. Okay. Bin müde. Ich will das Teil, dass ich Block behalten darf. Oh ja, klar. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Dann mach ich auch immer. Eine Player Power Card Heal 2 HP, okay. Nicht so gut, ja, aber ist super. Okay. Wir werden wahrscheinlich in Flame so gut wie immer einsetzen. Oh. Ich meine, ja. Das Problem ist, es ist sehr unwahrscheinlich bei unserem Geiz, dass wir jetzt hier wieder ein normales Ding annehmen. Wie viel Schaden macht das jetzt? 23. Ah, ich hab Block. Ja, stimmt! Ich hab Block. Peter! Und jetzt hast du immer noch Block. Voll. Okay, so einen guten Ironclad Run hatte ich noch nie und du bist jetzt auf Raum 12. Ja. Ich weiß, aber Stärke ist das cool, weil es tut ja beide. Aber Weak ist nochmal geil. Aber es kostet halt viel Energie. Ja. Weak ist geil, wir haben schon mal eine Weak-Karte, aber auch schon 2 kostet. Ich glaube, ich nehme Blitzstrike. Ich weiß nicht, was der Bub für Karten bekommt, dass man Energie gut übertragen oder multiplizieren kann. Hm. Darum weiß ich immer nicht, ob teure Angriffe so gut sind. Andererseits sind die halt echt cool. Also ich würde, ja, weiß nicht. Blitzstrike ist halt, wird halt durch ein. Oder gerade, kommt drauf an, ob du jetzt was ins Deck packen willst, weil Twin Strike ist okay. Ich will es auf jeden Fall, denn wir haben stärkebasierende Sachen. Und das wird auch das Stärke erhöht. Das ist erhöht. Halt, gut. Ja, muss man ja quasi. Die kannst du. Ja, gut. Ich meine, wir heilen uns ein bisschen. Ich hoffe, wir können einfach schmieden. Trotzdem. In Flame. Das hier bringt ja nicht viel. In Flame. Dann würde ich aber jetzt auch nicht unbedingt Bash einsetzen. Ja. Also ich, ja. Oder wie viel? Achso, ja gut. Schade. Bringt halt so gut wie nichts gerade. Aber wir kriegen keinen Schaden, also. Ich glaube, normaler Schlag, ja, normaler Schlag killt ihn. Spot Weakness trotzdem, oder? Weil oh ja, killst du? Knapp. Ich mach. Achso, ist nicht. Ich will nicht einsetzen. Ich mache einfach einen Streik dich tot und einen Schrack. Schrack hat auch mal mehr Verteidigung. Egal, was wir bekommen, ist egal. Die Karte, die wir bekommen haben, war eh nutzlos gegen die Gegner. Gegen die Hälfte. Ah, das ist. Ach, das bringt ja jetzt nicht viel. Vielleicht bringt es ja bei ihm noch was. Naja, es nimmt immerhin schon mal das weg. Hier. Ich bin mir immer unsicher bei den zwei, wen ich dann angreife. Ich mache immer meistens den mit weniger Leben, weil er schneller tot ist und das kann helfen. Spot Weakness ist einfach so geil. Ich glaube, besser wäre es, wenn du Spot Weakness verbessert hättest als deine Power. Weil deine Power macht halt einmalig einen mehr und Spot Weakness kannst du öfter sein. Das ist richtig. Also das können wir uns auf jeden Fall merken. Es war jetzt nicht schlecht, aber... Das nächste ist sowieso, dass ich wahrscheinlich...
Ne, doch, passt. Spot Weakness oder Heavy Blade nochmal. Heath Blade, was nochmal. Ja, ich glaube, Bash wird auch nicht billiger, oder? Nee. Es wird aber krass. Ich meine. Huh. Geil. Wenn du nur Angriffe hast, ist es nett. Demon Form! Oh! Oh. Ich hab's Demon Form ist so teuer, aber auch so lecker. Ich soll's nicht einfach so schnell wegklicken, dass die Leute es sehen. Zwei Stärke, jede Runde. Jede Runde. Also die eine in Flame gibt uns zwei Stärke. Das gibt uns zwei Stärke jede neue Runde. Super nice. Schmeckt gut. Ein Arschlochgegner? Warte mal. 67 geteilt durch 2. 30. 33 oder 34. Du kannst auf jeden Fall einmal noch. Ja, nochmal. So. Warum wir gerechnet haben, der splittet sich bei 50% oder weniger Leben. Aber die gesplitteten, die haben dann so viel Leben, wie er jetzt, wie er dann hat. Das war halt Ist Trip Exhaust? Nee, ich glaube, das ist egal. Weil ich glaube, wenn er sich splittet, verliert er seine Debuffs. Also. Aber du kannst nicht angreifen. Du musst mal shruggen. Ja. Ja, in Flame und Dark Shackle, dass er dir nicht so doll weh tut. Dreckiger Mongo, ey. Er macht mir gar nichts. Oh! Ich meine. Warte, er debufft jetzt wirklich. Du könntest jetzt Demon Form machen. Ich weiß nicht, ich kann einfach draufhauen und er ist fast tot. Schau mal. Ja, er ist tot. Ich war mir gerade unsicher. Weil er verliert halt immer die Debuffs. Das ist das, was ich denke. Was ist Ethereal? Ah, der verschwindet, wenn man es nicht einsetzt. Aber ja, 10 Block ist ganz gut. Wir haben halt. Wir haben die normalen Blocks, die sind halt scheiße, aber wir haben so viele Angriffe genommen, ich glaube, wir müssen. Defensiver. Ja. Du könntest halt auch. Iron Wave ist so der Kompromiss dazu. Ich mag aber Iron Wave nicht. Ethereal ist halt blöd, weil er gegen dich angreift, ist es eine tote Karte, die auch noch verschwindet und dir nichts bringt. 10 Block ist halt verdammt viel. Ich glaube, wenn man es so verbessert, kostet die sogar 0. Schauen wir mal. Ich meine, wie du willst. Das ist der größte Freund davon, glaube ich. Aber. Nee, 13 Block auf. Scheiße. Egal. Ich finde es trotzdem gut. Ich weiß einfach, wir haben so viele Angriffe. Wenn wir nicht bald noch Defensive nehmen, ist doof. Jetzt kannst du auf jeden Fall was verbessern, aber was passiert, wenn du Demon Form verbesserst? Was das kostet ein weniger. Nein, drei Stärke ist super geil. Was gibt's noch? 15. Heathblade ist dann. 5! Ich glaube, Heathblade. Ja, das tut weh. Heavy, also Spot Weakness, Demon Form oder Heavy Blade, würde ich sagen. Ja. Alles lecker. Ich würde Heavy Blade machen. Ja. Und bevor du Demon Form machst, vielleicht, wie heißt's? Spot Weakness, weil Spot Weakness gibt auch mehrfach. Zwar nicht jede Runde, aber die kannst du leichter einsetzen als Demon Form. Weil Demon Form ist halt eine komplette Runde, ohne was anderes zu machen. Wir haben viel zu viele Karten, wir müssen als nächstes einfach versuchen, Karten wegzukommen, glaube ich. Das ist natürlich geil. Ja. Was hat dir nochmal der Vogel gemacht, wenn du Ding eingesetzt hast? Dein Relikt. Oh ja. Du hast dich voll geheilt, weil du auf 78 warst. Easy. Shockwave ist cool. Du musst. Warte. Ja, ich würde sagen Bash Twin Strike, oder? Das macht 10 Schaden mehr, als wenn ich Shockwave mache, aber Shockwave macht halt auch Weak, was. Das Problem ist, in ein oder zwei Runden wird der Slime extrem starken Angriff machen. Den willst du bis dahin bestenfalls splitten. Unsicher, aber ich mach mal. Weil das andere hätte halt auch gewiegt. Schon. Ja, Mist. Er macht's jetzt schon. Ja, dann wäre das andere vielleicht doch besser gewesen. Aber ist nicht so schlimm, wir haben den Spaß. Wir werden danach geheilt. Mehr Stärke. Ja, dann ist es fast egal, den zu tanken, weil du bist bei Full Life. Ja, easy. Vor allem nächste Runde. Hey, oh, Heavy Blade. Ja. Du bist tot. Ja, und dann LOL. Da war er weg. W Strength! Ich glaub. Ja! Was haben wir? Double Effectiveness of Potions. Das wäre halt 60% wahrscheinlich dann. Auf ein Pick Up Obtain a Unique Curse and Free. Oh. Ich glaube, ich kenne den Curse sogar als eine Glocke, aber ich habe echt vergessen, was die macht. Das habe ich letztens aufgehoben.